Ich will nur in aller Kürze nochmal die weiteren Panelisten hier vorstellen, mit denen wir das Thema Kapital mobilisieren und Regulierung entschlacken mal diskutieren wollen. Also anknüpfen an dem, was Professor Vöbel quasi mal aus volkswirtschaftlicher Sicht dargelegt hat. Was bedeutet das vielleicht konkret in Deutschland für den deutschen IPO-Markt? Was muss wer denn überhaupt tun, um viele dieser Dinge umzusetzen, die Sie, wie ich meine, zu Recht hier mal angestoßen oder vorgeschlagen haben? Zu meiner Linken begrüße ich Herrn Dr. Martin Reck. Er ist Managing Director der Deutschen Börse AG und verantwortet dort den Kassamarkt mit dem elektronischen Handelssystem Xetra. Darüber hinaus ist er auch Mitglied der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse und dementsprechend genau der richtige Mann hier heute auf dem Panel, um uns dazu noch ein paar Informationen zu geben. Ganz auf der linken Seite des Panels, das ist nicht Frau Dr. Christine Bortenlänger, die sich ganz, ganz herzlich entschuldigen lässt, aber sie ist krankheitsbedingt heute leider kurzfristig ausgezahlt. Aber ich soll Ihnen eine schöne Grüße ausrichten von ihr. Dass wir aber nun das Glück haben, Herrn Dr. Kuhn hier zu haben, das freut mich sehr, denn er ist nicht nur Leiter Unternehmensfinanzierung und intimer Kenner der Materie, sondern er ist auch Autor des DRI-Positionspapiers Kapital mobilisieren, Wachstumsmotor Börse stärken. Es ist auch kein Zufall, dass das Titel dieser Podiumsdiskussion ist. Insofern ist auch er genau der richtige Mann hier mit auf dem Panel. Herr Dr. Reck, fange ich mal mit Ihnen an. Herr Vöbel hat geschlossen ja geradezu mit einem Appell. Wir wissen, wenn wir uns denn mal, ich sag mal, nicht auf die pessimistische Seite des Weltbildes begeben wollen, neue Wachstumskräfte irgendwie erzeugen, IPOs. Wie ist denn die Lage überhaupt im Moment? Wie ist es der Status quo? Nun, wir blicken in 2014, jetzt auch schon in dem ersten Quartal 2015, eigentlich auf eine ganz freundliche IPO-Lage zurück. Die meisten von Ihnen kennen die Unternehmen, die zu uns gekommen sind, Zalando, Rocket, Ferratum, um nur einige zu nennen. Wir nehmen eigentlich eine ganz freundliches Klima wahr und blicken auch noch erwartungsvoll auf den Rest des Jahres 2015, was da kommen mag. Aber angesprochen wurde ja auch eine durchaus etwas breitere Perspektive, die vielleicht Europa betrifft, insbesondere Deutschland betrifft, was die Aktie als Anlage, aber auch als Finanzierungsinstrument betrifft. Da glaube ich, darf man den Blick darauf nicht vergessen, dass es da einige Punkte gibt, ich denke, die wir heute noch diskutieren werden und hier ansprechen werden, die die Aktie im Kapitalmarkt wichtiger machen sollten und wo es Punkte gibt, die wir beheben können und sollten, einfach um Deutschland als führende Industrie- und Wirtschaftsnation in Europa noch weiter zu stärken. Dieses Positionspapiers hier. Was hat das Deutsche Aktieninstitut bewegt, genau dieses Thema aufzugreifen? Und was sind so die, ich sag mal, Kernschlussfolgerungen, die Sie hierin ziehen und Ihre Forderungen? Ja, also der Grund war im Prinzip diese Diskussion um den Markt 2.0, dass sich auch die Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben hat, den Börsengang zu stärken. Und das ist natürlich ein sehr willkommenes Ziel. Allerdings ist unserer Ansicht nach es nicht getan mit einem neuen Börsensegment Markt 2.0, sondern, das haben wir auch in diesem Positionspapier dargelegt, sind es strukturelle Probleme, warum wir eben in Deutschland relativ wenig Börsengänge haben. Also um mal hier anzuschließen an Herrn Dr. Reck, wir hatten natürlich sehr viele Börsengänge zu Zeiten des neuen Marktes, dann ist die Dotcom-Bubble geplatzt, danach hat sich nichts getan, dann wieder so eine leichte Erholung auch mit der Einführung des Entry-Standards, aber seit der Finanzkrise ist es doch sehr mau, was Börsengänge in Deutschland angeht. Und nicht nur die Börsengänge, sondern auch die Zahl der börsennotierten Unternehmen, das haben wir auch in dem Positionspapier beschrieben, die sinkt stetig. Also wir haben jetzt seit 2008 quasi jedes vierte Unternehmen an der Börse verloren, durch ein Delisting, Insolvenz oder was auch immer. Und das sollte uns zu denken geben, weil wir eben sagen, und da können wir auch wieder in die USA blicken, da gibt es Statistiken, dass eben jedes Unternehmen, das an der Börse notiert ist, quasi nach dem Börsengang 92% der Beschäftigung aufbaut. Also tatsächlich das Geld, was sie über die Börse einsammelt, für Wachstum und Beschäftigung nutzt, für Innovation. Und genau dieses Potenzial müssen wir auch in Deutschland erschließen, um eben unsere Innovationskraft, und da sind wir hier auch wieder in der volkswirtschaftlichen Perspektive,
um diese Innovationskraft, die wir in Deutschland zweifellos haben, auszubauen und eben auch zu erhalten. Und da ist die Börsenfinanzierung natürlich ein sehr gutes Vehikel für die Unternehmen, Eigenkapital zu mobilisieren und eben in Wachstum und Beschäftigung zu investieren. Jetzt höre ich da raus und ich meine, da haben wir natürlich jetzt hier vier Vertreter mit der gleichen Meinung auf dem Panel und es würde mich überraschen, hier, ich sag mal, auch im Publikum hier viele andere oder konträre Meinungen zu hören. Wir sind uns einig, dass es einer Förderung, ich sag mal, von neuen Technologien bedarf, dass wir eine Aktienkultur oder eine Kapitalmarktkultur in Deutschland fördern. Da sind wir ja als Verbände nicht seit gestern erst unterwegs oder sowas. Das ist natürlich ein dickes Brett und das geht ja auch über die, ich sag mal, Politik hinaus, bis das, ich sag mal, alle Teile der Gesellschaft erreicht hat. Wenn wir jetzt auch einen Punkt, den Sie aufgegriffen haben, Herr Vöbel, das Stichwort Regulierung, wenn wir jetzt mal annehmen, das wäre vielleicht zumindest so ein bisschen ein Trigger, den man, wenn man sich mit der Politik einig würde, die nun heute hier nicht vertreten ist, schon mal erste Flöcke einschlagen kann oder Zeichen setzen kann nach außen, dass wir sagen, pass mal auf, wir wollen jetzt mal die Rahmenbedingungen schaffen auf politischer Ebene, die es uns ermöglichen, mal zumindest perspektivisch in eine Situation zu kommen, wie wir als Volkswirtschaft, wie wir hier global Wachstumskräfte erzeugen können. Sie haben das Regulierung häufiger angesprochen, einmal im Zusammenhang als Regulierungsversagen, durchaus auch als ein Grund für die Krise, in die wir gekommen sind. Das klang für mich so ein bisschen, das war zu wenig oder zumindest die falsche Regulierung, die wir damals hatten. Ist das Pendel jetzt übergeschlagen? Haben wir wirklich eine Überregulierung, wie wir das hier so wahrnehmen? Oder in welche Richtung müsste sich Regulierung entwickeln, um diesem Ziel besser dienen zu können? Nun, wir sehen ja gerade, dass insbesondere der Rentenmarkt eben sehr stark reguliert ist und Verzerrung erfahren hat in zwei Richtungen oder durch zwei Entwicklungen. Einerseits hat die EZB eben ganz klar Anleihen, Staatsanleihen aufgekauft und hat bewusst, das war ja auch Ansatzpunkt dieser Politik, den Rentenmarkt, die Staatsanleihen, insbesondere der Krisenländer, gestützt, um die Refinanzierungsbedingungen dieser Länder zu verbessern. Das heißt, von dieser Seite der operativen Geldpolitik haben wir eine Verzerrung auf dem Rentenmarkt und zum Zweiten haben wir eine Verzerrung auf dem Rentenmarkt dadurch, dass nach Basel III und anderen Regulierungen eben Anleihen, Staatsanleihen als besonders sicher angesehen werden, was sich ja mindestens relativiert hat. Insofern, glaube ich, haben wir nicht nur durch Regulierung, sondern auch durch praktische Politik vielleicht sowas wie eine Blase, eine Blase ist vielleicht zu viel, aber sozusagen politisch gutiert, ein bestimmtes Segment dieses Marktes, der Finanzierung, sehr stark gestützt. Und es gibt ja in der Theorie dieses bekannte Miller-Modigliani-Theorem, an das wir alle geglaubt haben, dass nämlich der Unternehmenswert völlig unabhängig von der Finanzierungsstruktur sei. Und das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern wir leben in einer Welt, in der asymmetrische Informationen eine Rolle spielen, in der es Friktionen gibt. Und natürlich spielt der Zugang zu Finanzierung, insbesondere von Gründungsunternehmen, von kleineren, hochinnovativen Unternehmen, die übrigens noch sehr viel mehr werden unter der Digitalisierung. Also nicht umsonst haben wir kalifornische Startups, die jetzt irgendwie globale Monopole geworden sind. Das heißt, von der Seite, glaube ich, und das haben ja beide Vorredner auch gesagt, müssen wir Innovationsfähigkeit, Innovationskraft auch durch die Frage der Finanzierung uns erschließen. Und da gibt es, glaube ich, regulatorisch, aber auch durch die praktische Wirtschaftspolitik viel zu tun. Die Frage, wie man, also A, wie es überhaupt um die, ich sag mal, IPO-Situation gerade im deutschsprachigen Raum bestellt ist und wie man die verbessern kann, die treibt uns ja auch eine ganze Weile um. Und wir haben, die Dirk-Mitglieder unter Ihnen wissen, dass jetzt im Rahmen unseres Dirk-Stimmungsbarometers, das wir halbjährlich mit der GfK immer durchführen, uns mit einem weiteren Partner zusammengetan, Ernst & Young, EY, und haben mal gefragt, was sind denn eigentlich die Gründe oder was müsste anders werden, um diesen Zugang zum Kapitalmarkt da zu stärken? Und freue mich hier, den Martin Steinbach von EY hier zu sehen im Publikum. Und nicht nur ihn, sondern auch Sie alle würde ich bitten, gerne auch mit Fragen auf uns zuzukommen, mit Kommentaren oder Anmerkungen, dass wir hier das noch ein bisschen beleben. Martin, kannst du mal ein, zwei Sätze sagen, ganz kurz, die Key Points. Wie ist die Situation am deutschsprachigen IPO-Markt und gibt es irgendwelche erkennbaren Hindernisgründe aus der Umfrage heraus, die morgen erst veröffentlicht? Wir sind hier sowas von brandaktuell.
Studienergebnisse, die letztendlich auf ihren Antworten basieren. Die Idee der Studie war und ist, mit denen mal zu reden, die im täglichen Kontakt mit Investoren stehen und sehr hautnah erleben, woran es denn mangelt und was verbessert werden kann. Im Marktzugang beim Börsengang, aber vielmehr natürlich auch im fortlaufenden Marktzugang, denn sie sind ja an der Börse, um fortlaufend diesen Kapitalmarktzugang zu haben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die man morgen im Detail mal sehen kann, aber man kann es reduzieren auf zwei Aussagen. Einmal müssen wir die Kapitalquellen, die wir haben, wir sind ein reiches Land, aber irgendwie läuft die Kapitalallokation nicht so, dass dieses Kapital, das zur Verfügung steht, in Produktivvermögen, nämlich in die Aktien ihrer Unternehmen, mündet. Was sind die Verbesserungsvorschläge, die auch aus ihren Reihen kommen? Das ist zum großen Teil fiskalpolitische Themen. Ich meine, wir haben die Abwrackprämie gehabt, um die Automobilindustrie zu fördern. Aber was tut mir, um Arbeitsplätze zu sichern, eben über dieses Heben von Kapitalquellen in Produktivkapital? Wir haben ein Altersvorsorgeproblem, wir haben eine Niedrigzinspolitik und es ist eigentlich wie ein Elfmeter im Fußball, jetzt was dafür zu tun, dass wir einen besseren Marktzugang nicht nur initial beim Börsengang haben, sondern auch für die Zeit danach. Dieses Kapital, was wir haben, heben. Und da gibt es neue Fondsmodelle, die man sich vorstellen kann im Rahmen der Altersvorsorge, fiskalpolitisch incentiviert, die man dort umsetzen kann, wenn man den politischen Willen hat. Der zweite Bereich, den würde ich mal zusammenfassen unter dem Motto, in den Kapitalmarkt investieren. Das bedeutet insbesondere auch hier ist vielleicht eine konzertierte Aktion vonnöten, nämlich jeder kennt den Tatort und solange im Tatort der arme Bürger im neuen Markt viel Geld verloren hat, der Unternehmer der Mörder ist und der Investmentbanker grundsätzlich was Schlimmes, ist bei uns das Thema Image-Kapitalmarkt, Image-Aktie, glaube ich, negativ behaftet. Das heißt, wir brauchen Testimonials, die den Kapitalmarkt promoten, die den Kapitalmarktzugang promoten. Das hat sehr, sehr, sehr viel mit Öffentlichkeit, Arbeit zu tun, mit Image zu tun. Und natürlich auch, dass es geht in die Richtung des DAIs, die ganz große Bitte, wir haben noch nicht den mündigen Kapitalmarktbürger, Investitionen in Wissen. Und zwar das Wissen startet in Schulen relativ frühzeitig, sodass wir eine ähnliche Aktien- und auch eine ähnliche Unternehmer-/Eigenkapitalkultur bekommen wie die Angelsachsen. Das mal eine kleine Zusammenfassung über sehr interessante Ergebnisse, die Sie alle geliefert haben. Ja, vielen Dank. Vielleicht gleich mal die erste Anmerkung oder Frage dazu. Ich habe nur eine kleine Bemerkung dazu oder eine Beobachtung. Ich finde es sehr spannend, dass Sie jetzt auch gesagt haben, eben der mündige Aktionär oder der mündige Investor müssen wir promoten und herbeibringen für den Kapitalmarkt, um das Ganze zu stützen. Auch von den Verbänden hier eigentlich Promotionsarbeit, dass der Aktienmarkt etwas Spannendes ist. Auf der anderen Seite aber die Beobachtung, dass man dann die Zugänge, die man hat auf der Unternehmensseite, eigentlich dafür sehr wenig nutzt, um eigentlich Imagearbeit zu machen. Wir haben trotzdem auch auf der Unternehmensseite Zugang zu einer großen Masse an Aktionären, auch wenn sie kapitalmäßig noch nicht viel ausmachen. Und da eigentlich, glaube ich, kann man auch auf Unternehmensseite oder können wir auf Unternehmensseite diese Veränderung und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit unterstützen, dass der Aktienmarkt etwas Gutes ist, wo man investieren kann. Und dass jeder Einzelne das auch als eine werthaltige Sache sieht. Ich glaube auch, es ist viel mehr ein Image-Thema und ein Wahrnehmungsthema als eine effektive Entscheidung, will ich oder will ich nicht. Ja, darf ich alle bitten, kurz Ihren Namen oder Funktion zu sagen? Das klingt nämlich sehr schweizerisch, Ihr Akzent, wenn ich das bemerken darf. Vielleicht ist diese, ich sag mal, Bürgerbeteiligung da auch ein Unterschied, der vielleicht unsere Länder da ein bisschen unterscheidet. Das ist richtig. Ja, Tobias Heckermann aus der Schweiz. Und bei uns auch ein großes Thema ist wahrscheinlich die Aktie bei den Privatleuten schon wesentlich verbreiteter und hängt aber letztlich damit zusammen, glaube ich, dass das Unternehmen oder die Unternehmen gemeinsam versuchen, auch den Aktionären dies näher zu bringen und über die Kanäle, die bereits existieren oder die Zugänge, die bereits existieren, das Ganze auch zu promoten. Herr Vöbel, hatten Sie dazu eine Anmerkung? Ja, ich habe eben im Vortrag was vergessen, was mir eigentlich sehr wichtig ist. Wenn wir uns
die großen Währungs- und Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, kann man sagen, anschauen, dann gibt es etwas sehr Wichtiges, Interessantes in der Frage der Finanzierung. Wir können sehen, dass die Debt Finance gegenüber der Equity Finance, also die Schuldenfinanzierung gegenüber der Aktienfinanzierung, viel, viel krisenanfälliger ist, weil sie natürlich als Schuldner sozusagen eine Nominalschuld eingehen, die fest ist, die nicht variiert mit der wirtschaftlichen Situation, mit dem Konjunkturzyklus. Insofern hilft eine Aktienfinanzierung, Volkswirtschaften, gerade solchen, die vielleicht nicht über entwickelte Banken und Kapitalmärkte verfügen, krisenunanfälliger zu werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Learning sozusagen aus den großen Krisen. Also Schuldenfinanzierung ist immer problematisch und wir sehen das in Ländern, in denen die volkswirtschaftliche Ersparnis im Vergleich zum Investitionsvolumen gering ist. Diese Volkswirtschaften haben die Neigung, sehr stark in Verschuldung zu gehen, also über Anleihen ihre wirtschaftliche Entwicklung zu finanzieren. Und gerade Schwellenländer, Entwicklungsländer sind anfällig für Ereignisse, die eben den Markt auch mal schnell durcheinander bringen. Und dann ist die Finanzierung über Anleihen, die man begeben hat, sehr problematisch und bringen solche Länder, wie gesagt, sehr schnell in Krisen und disruptive Entwicklung. Und insofern auch von dieser Seite nochmal ein Plädoyer für Finanzierungsformen, die eher atmen, gewissermaßen variabel sind, flexibel sind mit der konjunkturellen Situation. Herr Dr. Reck, das entwickelt sich hier gerade zu einem Fanclub von Ihnen hier. Ich sage mal, Allokation von Finanzierungsmitteln, Eigenkapital stärken im Gegensatz zu Fremdverschuldung. All das sind ja Kernaufgaben der deutschen Börse. Wo sehen Sie Punkte, wo Sie sagen, was brauchen Sie als Marktbetreiber, um dieser Funktion in einer Art und Weise gerecht zu werden, wie wir uns das hier so alle wünschen? Als Marktbetreiber fühlen wir uns eigentlich ganz gut ausgestattet, was unsere Infrastrukturen betrifft, auch was die technologischen und rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft, hier unsere Aufgabe zu erfüllen, Märkte zu organisieren, zu betreiben, Systeme zu beladen mit Liquidität. Das ist schon in Ordnung. Ich finde natürlich die Punkte, die hier insbesondere Martin Steinmach gerade brachte, alle komplett zutreffend. Das ist nicht erst seit gestern die Beobachtung, dass zum Beispiel die Aktien, eine Altersvorsorge nur eine geringe Rolle spielt in Deutschland, dass wir eine Benachteiligung haben auf der steuerlichen Seite der Aktie, dass wir Hürden aufgebaut bekommen haben, jetzt im Rahmen der Krise oder im Zuge der Krise, was das Beraten in der Sache Aktie betrifft, was also die Investitionen in Aktien beim Retail-Investor betrifft. Das sind alles Punkte und Faktoren, die Finanzierung und die Anlage in Aktien oder durch Aktien natürlich durch erschwert. Wir als Börse können da und sind dabei, nach Kräften, ich sag mal, mitzuhelfen, diese Strukturen zu verbessern. Wir sind im engen Dialog mit der Politik. Sie wissen, dass der Bundesminister Gabriel ein Roundtable eingerichtet hat Ende des Jahres, letzten Jahres, und mit vielen gemeinsam sind wir dabei, einige Punkte zu erarbeiten, die jetzt in Kürze auch dann nochmal diskutiert werden, wie ich denke, um diese Punkte, was die Aktie betrifft in Deutschland und das Wachstum über Finanzierung in Aktien zu ermöglichen und zu erleichtern, das wird dann nochmal, denke ich, besonders hervorgehoben und dargestellt werden. Aber ich denke, wir versuchen an einigen Stellen als Marktbetreiber einfach auf die Eigenkapitalfinanzierung deutlich hinzuweisen, das einfach als Produkt, die Aktie als Produkt stärker darzustellen. Wir hatten einen Tag der Aktie vor einigen Wochen, der sehr, sehr erfolgreich war, der durchaus auch einige Aufmerksamkeit in der Presse hatte, wo wir gemeinsam mit Banken das Produkt Aktie beworben haben und das auch sehr positiv aufgenommen wurde. Einige von Ihnen wissen, dass wir ein Venture-Network starten, wo wir gerade die gerade angesprochenen Startup-Unternehmen oder junge Unternehmen unterstützen möchten in der Findung von Eigenkapitalfinanzierung noch vor der Börse, also nicht in einem Börsensegment, sondern vor der Börse. Alles das sind Punkte, wo wir versuchen mitzuhelfen, hier einen Beitrag zu liefern. Vielleicht bevor wir vielleicht noch mal ein bisschen auf den Punkt Venture Network da zurückkommen,
Norbert Kuhn, nochmal eine Frage. Eine der Forderungen auch in dem Positionspapier ist ja auch an Lebensversicherer. Geht mehr in Aktien, schöpft das mal aus, was euch auch regulatorisch vorgegeben ist. Es ist ja nicht so, dass es verboten ist, Lebensversicherern dazu gehen. Und jetzt sagt aber selbst der Vöbel, als Freund der Aktie, sagt, pass auf, wir haben ja ein Problem, weil wir eben risikoaverse Anleger haben. Und Lebensversicherungen, die in ihrem Search for Yield, so haben sie es genannt, dann vielleicht sogar in einem Maße in Aktien gehen, wie das der dahinterstehende Anleger gar nicht will. Wie lösen wir denn dieses Dilemma? Ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Problem, dass wir einerseits Risikokapital gerne hätten, aber keiner wirklich gewillt ist, dieses Risiko einzugehen. So, das fängt bei den Lebensversicherern an, was aber natürlich auch regulatorische Gründe hat. Also Sie hatten es ja auf Ihren Folien, Solvency II, da haben wir eben eine Eigenkapitalunterlegung von Risikokapital, von Aktienkapital von 49%. Die griechische Staatsanleihe wird meines Wissens immer noch mit 0% unterlegt. Also hier gibt es wirklich auch regulatorisch natürlich Hemmnisse, in Aktien zu investieren. Wir haben ein weiteres Problem, das ist auch der Mindestzins, also der Garantiezins bei den Lebensversicherern. Je mehr sie eben, das wissen wir alle, Sicherheit kostet Rendite, das ist nun mal so. Und Rendite oder eine größere Rendite ist eben nur zu erreichen, wenn man eben ein höheres Risiko eingeht. Und wenn ich aber in der Auszahlungsphase von einer Versicherung quasi die Anlagebeträge, die Auszahlungsbeträge plus einer Verzinsung schon 20, 30 Jahre vorher garantiert haben will, dann bleibt natürlich den Lebensversicherern gerade jetzt in der Niedrigzinsphase wenig Spielraum in Aktien anzulegen, da die eben naturgemäß stärker schwanken. So, dieses Problem haben wir noch in anderen Bereichen. Sie haben die Altersvorsorge angesprochen. Auch hier haben wir zwar Riester, wo es tatsächlich die Möglichkeit gibt, auch in Aktien zu investieren, über einen Riester-Fonds sparen, aber auch hier wieder der Kapitalerhalt. Das heißt, die Garantie, dass eben zur Auszahlung muss zumindest das eingezahlte Kapital da sein. Und jeder, der eben einen Riester-Fonds-Sparplan hat, wird es wahrscheinlich schon mitgekriegt haben, dass eben gerade wenn die Aktienkurse fallen, dann wird quasi kräftig umgeschichtet in festverzinsliche Anleihen, um ja nicht diesen Kapitalerhalt zu riskieren. Und wenn sie steigen, also es erzeugt quasi ein prozyklisches Verhalten. Und das ist, glaube ich, so ein Grunddilemma, dass wir, was die Regulierung oder die regulatorischen Rahmenbedingungen angeht, dass wir gerne Sicherheit hätten, aber auf der anderen Seite auch jetzt bedingt durch Innovationsfähigkeit und so weiter gerne wollen, dass die Leute in Risikokapital anlegen. Und beides geht eben nicht. Sicherheit mit Risiko ist schwer verbindbar. Ich würde vielleicht noch mal einen Punkt ein bisschen noch mal aufgreifen, Herr Vöbel, den Sie gebracht haben, verbunden mit der Frage, ob uns das auch ein bisschen vielleicht weiterhelfen könnte aus diesem Dilemma. Sie haben China in mehrfacher Hinweise als Role Model, gerade für Schwellenländer, bezeichnet. Gilt das vielleicht auch für Industriestaaten? Also gibt es vielleicht auch etwas, was wir als, ich sag mal, entwickelte Volkswirtschaften von den Chinesen lernen können? Oder ist das ein ganz falscher Gedanke und der führt uns hier nicht weiter? Ja, im Prinzip ist die Frage natürlich erstmal zulässig, wenngleich sich die deutsche Volkswirtschaft und die chinesische natürlich in der wirtschaftlichen Entwicklung an ganz unterschiedlichen Stellen befinden. Also bei uns ist die Richtung im Grunde in Richtung nachhaltiges Wachstum zu gehen, ja schon seit ein paar Jahren entschieden, politisch entschieden, gesellschaftlich entschieden. Das ist natürlich anders in China, aber wie gesagt, ich kann das systematisch auch nicht einschätzen, das war mein Eindruck. Also die Chinesen kümmern sich ganz intensiv um Bildung, also 90% der Chinesen kriegen eine Grundschulausbildung, würden wir sagen, mit. Weil sie wissen, dass man das Hinterland, es gibt ja noch 500, das vergisst man ja leicht, es gibt noch 500 Millionen Chinesen im Hinterland, die in Armut leben, die unter $1,5 pro Tag leben müssen, die massenweise, millionenhaft in die Großstädte ziehen, weil es der große Lebenstraum der Chinesen ist, an fließend Wasser und Strom angeschlossen zu sein. Manchmal fragt man sich, wenn man diese Siedlungen da sieht, wie kann man dort
sein Leben verbringen wollen, aber die Begründung ist ganz einfach, weil es dort Wasser gibt, weil es dort Elektrizität gibt, und das ist eben der ganz große Schritt für Chinesen. Das ist ein Lebenstraum, das muss man verstehen, deshalb kommt es da eben auch zur Urbanisierung. Von diesen infrastrukturellen Fragen sind wir natürlich ganz, ganz weit entfernt. Dennoch glaube ich, dass wir in Sachen Infrastruktur in Bezug auf eine alternde Gesellschaft, und darin sind wir den Chinesen ja nicht ganz unähnlich, also auch wir haben mit ganz ähnlichen Problemen zu tun wie China, nämlich die Schwierigkeit, demnächst öffentliche Güter, Infrastruktur zu finanzieren aus laufenden Einkommen, aber von einer Erwerbsbevölkerung, die halt schrumpft im Verhältnis zu denen, die wir eben mitversorgen müssen. Und die Chinesen fangen an, das zu verstehen und investieren heute aus den laufenden Einkommen in Infrastruktur, in Digitalisierung, in Bildung. Und das, glaube ich, sollten wir in Deutschland auch mehr machen, weil die Spielräume, die Verteilungsspielräume, die Finanzierungsspielräume in 20 Jahren erheblich geringer sein werden als heute. Und, glaube ich, die Konsequenz oder die Fristigkeit, mit der Wirtschaftspolitik in China gemacht wird, das ist, glaube ich, etwas, was wir in Deutschland durchaus lernen können. Herr Dr. Reck, haben Sie den Eindruck, dass Herr Gabriel in solche Richtung denkt und das verstanden hat, diese Herausforderung? Oder? Das nehme ich stark an, dass er das hat. Ich glaube, dass, und ich weiß, dass es so war, auch Herr Gabriel ja in Asien, glaube ich, verschiedene Reisen unternommen hat. Und ich gehe fest davon aus, dass das Bundeswirtschaftsministerium über die globalen Herausforderungen und Wachstumsperspektiven gut im Bilde ist. Das Venture Network, was Sie angesprochen haben, ist das, ich sag mal, Folge eines Auftrages aus der Politik oder was ist die Motivation dahinter? Und vielleicht können Sie da noch ein oder zwei Sätze zu sagen. Ja, gerne. Es ist nicht der Auftrag der Politik, sondern es war die Frage, die wir uns gestellt haben, was wir als deutsche Börse, als Marktbetreiber dazu beitragen können, die Finanzierungssituation für Start-up-Unternehmen, die sich so in der späten Later-Stage-Phase, wie man so schön sagt, Pre-IPO möglicherweise dann auch befinden, wie wir die verbessern können. Also was wir tun können zur Finanzierung dieser Unternehmen, wenn sie noch gar nicht am öffentlichen Markt sozusagen sind. Und da ist in Deutschland zu beobachten, dass gerade in dieser Later-Stage-Phase VC-Kapital scheinbar sehr knapp ist, insbesondere nur durch internationale Investoren hier Geld zur Verfügung gestellt wird. Und da haben wir, denke ich, jetzt ein ganz gutes Konzept entwickelt, wie wir Unternehmen Later Stage, also Start-up-Unternehmen Later Stage, helfen wollen, Finanzierung zu finden, also Investoren zu finden, Venture Capital, Private Equity, Family Offices, um die nächste Wachstumsrunde finanzieren zu können. Wir launchen das im Juni mit einem Online-Portal, kombiniert mit Offline-Komponenten, auch kombiniert mit Schulungsangeboten, das wir mit dem Unternehmertum aus München gemeinsam entwickelt haben, und hoffen, da einen kleinen Beitrag liefern zu können zur besseren Finanzierung mit Eigenkapital von Unternehmen in diesem Segment. Herr Professor Hunold, haben wir das Mikro irgendwo? Da ist das Mikro. Herr Konold, TH Nürnberg. Ich bin auch Mitglied dieser Arbeitskreise des Wirtschaftsministeriums. Die Diskussion ist eigentlich dort nicht, oder so haben wir es auch eingebracht, nach China zu schauen, sondern wir brauchen nur nach Frankreich oder Großbritannien zu schauen. Wir in Deutschland haben es geschafft, 2008 Kursgewinne steuerpflichtig zu machen. Damals natürlich Eigenkapital verteuert. Da müssen wir uns nicht wundern, dass das einfach teurer geworden ist und die Leute sich mehr aus dieser Assetklasse zurückziehen. Zugleich ist es bei Wachstumsunternehmen die Reduzierung der Körperschaftsteuer nicht angekommen, weil Wachstumsunternehmen in der Regel wenig oder gar keine Steuern zahlen. Also es war ganz klar eher wachstumsbremsend. Wenn man jetzt überlegt, wie man das Ganze fördert, und das ist die Diskussion Erhalt des Kapitals einerseits, andererseits mehr Risiko zu nehmen, dann muss man nur gucken, was macht man aktuell bei Business Angels schon. Business Angels bekommen durch den Investzuschuss Wagniskapital 20% ihres Investments zurück. Und gleiche Überlegungen werden gefordert für Wachstumsunternehmen oder sogar wiederum steuerliche Sonderabschreibungen, wie es bei Medienfonds der Fall war. Auch das ist wieder auf dem Tableau. Also so gesehen, denke ich, sind das dann ganz klare Möglichkeiten, das Ausfallrisiko der Investoren wesentlich zu senken. Und da wäre natürlich interessant zu wissen, wie Sie das, Herr Vöppel, volkswirtschaftlich beurteilen.
Ich glaube, dass der Trend, den wir ja auch durch die Globalisierung gesehen haben, dass nämlich die Besteuerung eher von juristischen auf natürliche Personen sich verlagert hat, richtig ist, dass wir natürlich notgedrungen auch eine Verlagerung haben von der Besteuerung von Kapitaleinkommen zu Arbeitseinkommen. Sie kennen die Diskussion von Thomas Piketty irgendwie so, also mit Arbeit kann man nicht mehr reich werden, sondern nur noch mit Kapitaleinkommen. Aber ich glaube, das ist ein Reflex aus der Globalisierung. Arbeit ist eben sehr reichlich geworden in der Weltwirtschaft, dadurch, dass China, dass Indien auf die Märkte gekommen sind mit sehr viel Arbeit und wenig Kapital. Insofern war hier natürlich auch der Druck auf Arbeitseinkommen, ich weiß gar nicht mehr, ob das Ihre Frage war, aber ich mache einfach mal weiter. Und insofern glaube ich, dass die Tatsache, dass die Besteuerung sich verändert hat zu Lasten von Arbeitseinkommen und zugunsten von Kapitaleinkommen richtig ist, um eben auch Investitionen zu entlasten und zum Zweiten eben, dass natürliche Personen besteuert werden. Das ist etwas, was finanzpolitisch, finanzwissenschaftlich immer schon viele vertreten haben. Also wir können im Grunde Unternehmen, juristische Personen nicht adäquat nach Leistungsfähigkeit besteuern, sondern besteuern können wir am Ende Menschen, also natürliche Personen. Insofern glaube ich, sollte man auf dem Weg weitergehen. Das ist unpopulär natürlich, weil es immer heißt, man entlastet Kapital und belastet Arbeit. Aber ich glaube, in einer Welt, in der Kapital relativ knapp ist, mobil ist, ist es richtig, Kapital zu entlassen, zu entlasten und das eben auch steuerlich zu tun. Eine Frage an Norbert Kuhn. Ist das vielleicht jetzt mal auch an uns selbst gestellt, Deutsches Aktieninstitut und Deutscher Investor Relations Verband? Müssen wir vielleicht in unseren Bemühungen da mal einen anderen Fokus legen und einfach nochmal in Berlin mehr Arme umdrehen, bis es wehtut, bis sie es verstanden haben? Oder ist der Kampf um, ich sag mal, Wirtschaft an Grundschulen doch der einzig richtige Weg? Ja, also es gibt sicherlich verschiedene Stellschrauben. Ich meine, im Prinzip, es wurde alles genannt, was man alles machen kann. Altersvorsorge, die steuerliche Diskriminierung von Eigenkapital abschaffen, möglicherweise Möglichkeiten finden, wie man IPOs fördert, ökonomische Bildung. Wir haben noch auf dem Programm Mitarbeiterkapitalbeteiligung, Belegschaftsaktien zu fördern. Auch in der Anlageberatung, dass man hier den Verbraucherschutz, der sicherlich richtig ist, den zurückstutzt auf ein gesundes Maß, dass eben Banken auch wieder Aktien empfehlen. Also wir haben ein ganzes breite Palette schon an Empfehlungen und leider kosten die halt Geld. Also gerade wenn es an die Steuer geht, das kostet Geld. Da ist eben die Lösung, ein Segment Markt 2.0 einzurichten. Das ist billig, das verschreckt auch niemanden von der Wählerschaft. Wenn es eben ans Eingemachte geht, und da muss es eben hingehen, dass wir eben versuchen, genau diese Doppelbelastung, die Sie gerade angesprochen haben, die wir jetzt haben mit der Abgeltungssteuer, dass wir auf Unternehmensebene komplett mit Körperschaft und Gewerbesteuer die Gewinne besteuern und auf Anlegerebene nochmal. Das Gleiche haben wir jetzt mit der Diskussion um die Streubesitz-Veräußerungsgewinne, ja, wo es auch darum geht, quasi jetzt eine neue Steuerebene einzuziehen, die auf Ebene der Kapitalgesellschaft Aktienerträge besteuert und eben auf Anlegerebene noch. Also diesen Trend, den Sie gerade beschrieben haben, dass es tatsächlich eher in Richtung so einer transparenten Besteuerung geht, dass nur natürliche Personen besteuert werden, die kann man in Deutschland alles andere als feststellen. Sondern ganz im Gegenteil, der Trend geht eher in so eine andere Richtung der Mehrfachbelastung von Aktienerträgen quasi bis hin zum hinteren Anleger. Also das wird dann auf Kapitalgesellschaft versteuert und dann bei Anlegerebene nochmal. Und da muss man natürlich, da muss man die Politik darauf hinweisen. Ich glaube, die Politik weiß das auch. Uns hat mal ein Politiker, ein wohlgesonnener Politiker gesagt, der Schäuble hat die Taschen zu. So, das trifft es sehr gut. Alles, was in Richtung Steuerentlastung geht, fördert Innovationen. Das ist aber ein sehr langfristiges Ziel und kostet aber kurzfristig Geld. So, und das ist natürlich etwas, was politisch schwer durchsetzbar ist. Aber klar, wir müssen da auf jeden Fall am Ball bleiben und immer wieder darauf hinweisen. Ja. Ottmar Winzig, Software AG.
Und wenn ich Software gehe, Kai, ich glaube, die Politiker, die wissen, was Sache ist, aber das Volk weiß es nicht. Bezeichnend fand ich, dass selbst Professor Vöpel Anleihen als Renten betitelt. Und das ist Kern des Problems, dass wir die Assetklassen sehr ungleich kulturell positionieren. Und selbst in der Zeit, wo Anleihen vielleicht risikoreicher sind als Aktien, immer noch so bezeichnen. Es wird sehr schwer sein, dem Souverän zu überzeugen, dass sein Hauptschuldner sich von ihm abwendet und in Aktien investiert. Und alle gesetzlichen Regelungen, die wir haben, bis hin zu den sagen wir, Vorgaben, die die Versicherungen haben, dass sie eben nur begrenzt und sehr begrenzt in Aktien gehen können, deuten darauf hin. Das heißt, wenn wir eine Aufgabe uns stellen wollen, dann heißt das viel mehr aufzuklären, dass Staatsapparat wohl nicht unbedingt Volkswohl sein muss und dass es andere Betrachtungsweisen gibt, die sich durchaus gegen die Politik richten können. Anders sehe ich keine Änderung, denn die Diskussion über das mangelnde Aktienverständnis oder die mangelnde Aktienkultur der Deutschen, die haben wir schon gehabt, bevor es bestimmte Kapitalertragssteuern gab und andere Kapitalertragssteuern gab und überhaupt. Das hat sich nicht geändert, weil die Grundeinstellung der Positionierung dieser unterschiedlichen Investments sich nicht verändert hat und aus heutiger Sicht, Herr Schäuble oder wer auch immer dann dran ist, auch gar kein Interesse haben kann, dass sich das radikal verändert. Keine Frage allenfalls, ob die Bereitschaft in diese Richtung zu denken auch beim DAI und beim DIEG vorhanden ist. Darf ich vielleicht ganz kurz was einwerfen? Also die Tatsache, dass natürlich Staatsanleihen so beliebt sind, hat natürlich damit zu tun, dass hinter Staatsanleihen der Staat steht und hinter dem Staat stehen Steuerzahler, nicht? Also der immer wieder auch in finanziellen Notlagen auf seine Steuerzahler zurückgreifen kann. Das können natürlich Unternehmen nicht tun. Insofern ist es aus Risikoaspekten völlig verständlich, dass man sagt, naja, dann bin ich lieber Gläubiger von Staaten, die eben Zugriff haben auf Steuereinnahmen. Die können eben Steuern erhöhen. Das ist ungerecht natürlich und manchmal tun Staaten auch mit Steuereinnahmen nicht immer das Richtige, aber das ist nun mal ein hoheitlicher Vorteil, den Staaten haben und das begründet ein bisschen zumindest, warum aus Sicht der Anleger Staatsanleihen vielleicht traditionell gerade aus Sicht der Kleinsparer, der risikoaversen Anleger eine gewisse Risikopräferenz auch beinhaltet. Ich würde gerne auch nochmal auf deinen Aufruf an uns Verbände natürlich nochmal zurückkommen und kann dir versichern, dass wir hier, ich sag mal, wirklich alles in unserer Macht Stehende tun, in die Richtung zu wirken. Allein es ist wirklich ein schwieriges, ein dickes Brett, was es zu bohren gilt. Jetzt haben wir gerade gemeinsam mit 8 anderen Verbänden auf Initiative des Deutschen Aktieninstitutes nochmal so eine Agenda veröffentlicht, Mitarbeiterkapitalbeteiligung, was auch nur ein kleines Mosaiksteinchen in dieser ganzen, ich sag mal, Förderung der Aktienkultur oder Förderung der Kapitalmarktkultur sein. Ich glaube, es wird darauf ankommen, die richtige Mischung zu finden aus Einwirkungen auf politische Entscheidungsträger und gleichzeitig, ich sag mal, sich permanent darum bemühen, auch wenn es langwierig ist und manchmal wehtut, für diese Bewusstseinsschaffung, dass es ist. Es ist nur bedingt tröstlich, wenn man wie ich der Überzeugung ist, dass gerade, ich sag mal, die demografische Entwicklung, die sich ja eher noch beschleunigen wird, oder die Frage des technologischen Wandels und die Tatsache, dass wir da in Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren, dass diese Probleme mit der Zeit immer offensichtlicher werden, aus meiner Sicht. Was es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann einfacher macht, da die entsprechende Person oder Institution zu überzeugen. Aber die Befürchtung, dass es dann vielleicht ein bisschen zu spät ist, die steht natürlich im Raum. Also insofern aus meiner Sicht, und Norbert kann gerne noch mal was sagen, Deutsches Aktieninstitut, klar. Wir sind auch immer offen für irgendwelche, ich sag mal, Ideen oder Kanäle, die sich da auftun, wenn es zum Beispiel politischen Kreise gibt oder sowas. Das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass darüber nachgedacht wird. Wir können ja auch auf europäischer Ebene, der Kommissar Barnier ist ja dabei und versucht, ich sag mal, einen europäischen Capital Market zu gründen oder einzuziehen. Es geht um die Förderung von kleinen mittelständischen Unternehmen. Da gibt es ja auch die ein oder andere Diskussion, die zumindest in diese Richtung zielt. Insofern sehe ich da Hopfen und Malz noch nicht gänzlich verloren. Müsst du da noch? Nein, also Hopfen und Malz sehe ich auch noch nicht verloren. Und
Ich glaube, dadurch, dass eben Aktie derzeit auch populärer wird, natürlich auch bedingt durch die Kursstände derzeit, setze ich auch und eben Anleihen immer unattraktiver, setze ich schon in der Politik so die Erkenntnis durch, dass man was für Aktien und Aktienkultur machen muss. Das erfahren wir auch immer in unseren Gesprächen, die wir haben. Allerdings gibt es halt eine gewisse Skepsis, wie man das durchsetzt. Es darf, wie gesagt, möglichst nicht so viel Geld kosten. Der Haushalt muss konsolidiert werden. Dann dürfen da auch nicht so gewisse Vorurteile oder Ressentiments bedient werden, dass man eben mit der Abgeltungssteuer möglicherweise nur die Reichen belohnt, wenn man da Entlastungen macht und so weiter. Also da gibt es natürlich noch viele Vorurteile auszuräumen in der Politik. Da, glaube ich, setzt das Bewusstsein aber immer mehr ein, dass es wichtig ist, da was zu machen. Aber die Politik müsste wahrscheinlich auch gegenüber den Wählern mehr machen und da lieber aufklären, wie wichtig es ist, da was zu tun, als beispielsweise jetzt, wie jetzt mit der Finanztransaktionssteuer, die auf Aktien dann gelten soll, was natürlich nochmal ein weiterer Schlag gegen die Aktienkultur ist, da auf gewisse Vorurteile auch in der Wählerschaft zu bedienen, die eben leider da sind. Da sind wir gefordert als Verbände, klar. Wir können eben nur auf die Politik zugehen. Wir können natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit machen, machen wir auch. Aber da muss auch in der Politik ein gewisser Bewusstseinswandel eintreten. Und auf den wirken wir natürlich hin. Und ich glaube, auch damit abschließend zu dieser Diskussion ist es vielleicht eine gute Erkenntnis, dass wir alle daran mitwirken können. Ich komme auf Ihr Bild zurück mit dem optimistischen Szenario oder dem pessimistischen. Ich bin von Natur aus Optimist. Aber es gibt ja auch sowas wie Psychologie und Self-Fulfilling Prophecy. Ich glaube, wenn wir alle rausgehen und optimistischen Eindruck machen und eben nicht unseren Kopf in den Sand stecken, dann haben wir schon mal, ich sag mal, das Wachstum oder die Grundlagen für Wachstum bei abnehmender Unsicherheit vielleicht ein Stück weit auch gelegt. Insofern, es ist doch etwas, woran wir alle im Kleinen auch wirken können. Nehmen Sie bitte mit aus dieser Diskussion, auch aus dem, was hier gesagt wurde, dass das eine Aufgabe ist, derer wir uns wirklich verschrieben haben, auch wenn wir da morgen noch keine konkreten Ergebnisse vorlegen werden können. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei Professor Vöbel hier für den Vortrag und auch bei meinen anderen Panelisten, Dr. Reck und Dr. Kuhn hier für die angeregte Diskussion. Wir hätten bestimmt noch eine Weile weiter diskutieren müssen. Wir wollen im Programm bleiben. Herzlichen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Wir machen gleich weiter. Es gibt jetzt eine kleine Pause und in einer halben Stunde dann an gleicher Stelle hier mit dem Thema MiFID II. Herzlichen Dank.